Viele unserer Zuschauer, die vorher schon das Bild gesehen haben von diesen meditierenden Herren, können es auch nicht mehr erwarten zu sehen, was jetzt passiert. Ich begrüße Theo Gottwald. Er ist Philosoph seines Zeichens, hat auch Theologie studiert, also ist ein gelehrter Mann und hat mit Ihnen zusammen eine gemeinsame Grundidee, nämlich, ich erkläre das mal und Sie unterbrechen mich, wenn es falsch ist, der Mensch ist besser, als er gemeinhin tut. Wenn er irgendwelche inneren Kräfte wiedererweckt, die er besitzt, durch Konzentration, durch was auch immer? Durch Meditation, wie wir sagen. Konzentration ist ja eher beschränkt und Anstrengung. Um wirklich etwas Neues zu entdecken, muss man sich entspannen. Muss man nach innen gehen. Und im Grunde auch, das ist keine Leistung, sondern worauf es einzig ankommt, ist Entspannung. Entspannung, Öffnung. Und dann können sich neue Dimensionen in die Erfahrung des Menschen hinein öffnen. Diese Herren, die wir hier sitzen sehen, das sind also keine Hochleistungssportler, sind keine Berufsphilosophen, die den ganzen Tag nur meditieren. Das haben also, sie haben Berufe, der eine zum Beispiel ist Lehrer. Der eine ist Lehrer für Deutsch und Englisch, den wir da ganz rechts außen sehen, im roten Hemd. Dann kommt ein Herr Anwalt, glaube ich. Genau, Rechtsanwalt aus der Nähe von Ulm. Dann haben wir einen englischen Freund hier, Stephen Benson. Er ist Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler. Und wir haben einen Studenten aus den USA hier, Eddie Gobb. Warum wir die beiden ausländischen Gäste hier haben, hat einen Grund. Sie waren im letzten Jahr bei einer Olympiade im Yogic Flying auf Englisch oder im yogischen Fliegen auf Deutsch in Neu-Delhi in Indien dabei. Und unser Freund Eddie hat dort die Goldmedaille gewonnen im Weitsprung. Und Stephen Benson ist Silbermedaillengewinner geworden in den 50 Yards Distance. Das heißt, dass also echte sportliche Meisterschaften sind, die aber nichts jetzt damit zu tun haben, dass das besonders trainierte, sondern es sind einfach besonders fähige Menschen zur Meditation. Sie sind fähig zur Meditation und haben es gelernt, sich so zu entspannen, dass sie eine höhere Körper-Geist-Koordination haben, dass sie einfach aufgrund geistiger Kraft mit ihrem Körper mehr machen können, als wir normalerweise machen können. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also dieses yogische Fliegen, ihr nennt es ja wirklich Fliegen, kein Hopsen, kein Hüpfen, das ist im Grunde echtes Fliegen, also Kurzstreckenflüge allerdings. Also das, was angestrebt wird, ist Levitation. Als dritte Phase dieses Fliegens, was wir hier heute wohl nur sehen werden, ist die erste Phase dieses yogischen Fliegens, das heißt ein Hüpfen. Aber wie war es vor 100 Jahren, die ersten Flugzeuge, das waren auch kleine Hüpfer. Und dann kam schon sehr schnell ein Transatlantikflug und mittlerweile sind wir im Weltraum. So, in 10 Jahren knallen die an die Studiodecke. Jetzt wollen wir mal sehen, inwieweit wir sie jetzt dazu bringen, bitte. Okay, now we start with yoing flying. Es kommt also erst, glaube ich, so ein gewisser Hopp, ey, so ein gewisser Schüttelvorgang. Und jetzt Hopp. Richtig. Hopp. Also der Körper kommt da ziemlich in Bewegung bei dem Fliegen. Und was also eigentlich normalerweise überhaupt nicht möglich ist, nämlich dieses Hochhüpfen von diesem unteren auf die obere Matte, die ist ungefähr 30, 40 Zentimeter hoch. Ja, das zeigt, dass eine ziemliche Körper-Geist-Kohärenz da ist, dass der Körper wirklich den geistigen Impulsen folgt. Wenn der Geist sich wünscht, ich will jetzt hier hoch, dass der Körper es macht. Also sie stoßen sich nicht vom Boden ab, was eigentlich in der Haltung auch gar nicht möglich ist, sondern hopp. Es ist sehr schwierig in der Haltung, weil das ist ein Lotussitz. Man kann natürlich solche Sprünge machen im Schneidersitz, aber im Lotussitz, den wir hier sehen mit den überkreuzten Füßen, die auf die Oberschenkel gelegt sind, da ist das schwierig. Wir werden also nachher mit den Herren auch mal sprechen. Können wir jetzt, dass Sie sich ein bisschen beruhigen? Das ist ja im Grunde jetzt so eine Art Ekstase. Ja, now we stop yogic flying. Aha. Wir gucken uns das Ganze halt nochmal in der Zeitlupe kurz an, damit man also sieht, dass das schon ganz schöne Hopserer sind. Ich werde nachher selber persönlich ein Stückchen fliegen, dass man den Vergleich mal sieht. Jetzt also nochmal vielleicht die Zeitlupe. Und guck mal, er hebt also doch ganz schön ab. Die schaffen ja auch bei den Olympiaden dann so Höhen bis zu... Gut, also hier haben wir nur drei Matten, sagen wir einen guten halben Meter, dreiviertel Meter schaffen sie schon, also 70, 80 Zentimeter. Flugwende hier und jetzt zurück. Ich kann jetzt mal mit den Jungs ein paar Takte. Ja, selbstverständlich. Toll. Also gut, ich gehe mal. Guten Tag. Also bei Ihnen hatte ich den Eindruck, dass Ihnen ganz besonders Spaß macht. Also Sie sehen richtig gelöst und glücklich aus. Hat man da so ein gelöstes Glücksgefühl beim Fliegen? Ja, das ist genau das eigentlich, was eintritt, dass man während dieses Programms ein unwahrscheinlich tiefes Glücksgefühl empfindet. Das ist gleichzeitig gekoppelt mit tiefer Entspannung. Und dieses Glücksgefühl ist im Grunde genommen eigentlich das, wonach eigentlich jeder Mensch strebt. Ja, aber man kann ja nicht den ganzen Tag fliegen. Also meine, kann man versuchen, das Glücksgefühl auch sozusagen auf den grauen Alltag umzuformulieren, dass man sagt, man muss nicht gerade fliegen, um glücklich zu sein, durch Meditation auch zu erreichen. Das ist richtig. Meditation und insbesondere dieses yogische Fliegen führt dazu, dass
wir mehr im Einklang stehen mit den Naturgesetzen. Und das bedeutet für einen praktischen Menschen, dass wir zwar während der Woche dynamisch sind, gleichzeitig aber innerlich ein Bewusstsein haben, als sei jeden Tag Sonntag. Das ist nicht schlecht, so möchte ich es ausdrücken. Und das ist also auch durch dieses Fliegen. Es gibt ja diese CDs, habt ihr mir erklärt, die man praktisch abrufen kann. Das sind Kommandos, die man dem Körper gibt. You did the high flying. How long did you work to come as far as this? Wie lange haben Sie daran gearbeitet, bis Sie doch diese relativ großen Hopser hingekriegt haben? You mean how long did I work to be able to do? Wie lange brauchte ich also, um das zu lernen, was zu machen? Ich musste gar nicht dafür arbeiten. Ich habe es einfach so gemacht. Es ging einfach von alleine. Ich mache es regelmäßig. So wie jetzt, es war für mich keine große Anstrengung, darauf zu kommen. Ich habe es nicht trainiert, es war ganz natürlich. Aber man muss doch dann, also wenn ich es jetzt probiere, schaffe ich es sicher nicht. Wie lange muss man sich, how long do you have to work the program, the concentrating, the meditation, before you can do this? Well, when one learns transcendental meditation, nun, wenn man die transzendentale Meditation lernt, muss man es etwa 2 Monate lang praktizieren. Und dann kann man mit diesem Programm anfangen. Gleich vom Anfang an geht dies eigentlich, diese Praxis. Man schafft dadurch eine Kohärenz, ein kollektives Bewusstsein, die Basis für den Weltfrieden. Ja, damit kann man einige Probleme lösen. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen mitzuarbeiten an der Sache. Ich würde folgendes, also machen Sie es zu Hause auch mal, ja? Damit Sie einfach sehen, dass wir hier auch keinen Mumpitz machen. Sie ziehen sich mal die Schuhe aus, wahrscheinlich sitzen Sie ja sowieso in Potschen beim Fernsehen. Und auch mal die Jacke. So, jetzt setzen wir uns alle im Schneidersitz hin. Das ist auch, ihr findet das okay, also nicht, dass ihr sagt, jetzt macht das ja auch noch lustig drüber. Nee, ich will also hier rauf, ja? Und dann machen wir erstmal also den Senkrecht-Hopser. Sie setzen sich vor das Sofa. So. Der Lotussitz ist, glaube ich, im Unterschied zum Schneidersitz so, dass er mehr lotusartig ist. Genau, so. Dass die Füße noch auf die Oberschenkel kommen. So? Das ist allerdings auch eine Frage von, sagen wir mal, Gesundheit. So. Gesundheit. Also auch eine Frage der Körperbeherrschung. So, und jetzt, also, nun, bei 3 fliege ich, okay? 1, 2. Also, na, es ist. Na, überhaupt. Es ist also. Es ist nicht, also. Bei aller Meditation, Konzentration, ich schaffe es nicht, Sie schaffen es vielleicht zu Hause. Bayerns schaffen es leichter als Norddeutsche.